Nicht. So, einen Hallo, wunderschönen guten Tag. Dankeschön. Dopcookie ist mein Name und zwar geht es um Folgendes. Ihr wisst, dass ich jederzeit ab 20 Uhr in den Streams gerne für euch dabei bin und ich gerne jeglichen Scheiß mit euch mache. Allerdings gibt es wieder so ein paar Gasnasen, die es nicht respektieren, dass ich auch ein Privatleben habe und dass einige von meiner Moderatoren auch ein Privatleben haben und wir auch privat zwar sehr gut befreundet sind, aber wir jetzt nicht die ganze Zeit uns über irgendwelche Lappen unterhalten. Wenn es so weitergeht, dass ich jetzt weiterhin nach den Streams und in meiner privaten Zeit, in meiner Freizeit von irgendwelchen Gasnasen angeschrieben werde, auf Instagram, WhatsApp oder bei Facebook, ist mir eigentlich scheißegal wo, dann wird es Konsequenzen hageln. Weil es kann nicht sein, dass man mich dann penetrant nervt, dass man ständig meine scheiß verfickte Handynummer haben will und dass man mir richtig auf den Sack geht. Ja, das nervt richtig. Ich muss mich auch ein bisschen um andere Sachen kümmern. Es gibt andere Menschen, die die ganze Zeit meine Hilfe brauchen und für die ich da sein muss. Und da kann ich mich nicht immer um irgendwelche Zuschauer kümmern, die permanent irgendwas wollen. Wenn jetzt jemand was von meinem Moderator Cakey haben möchte, Dope Cake ist sein verfickter Kanal. Da könnt ihr hingehen, da könnt ihr ihn anschreiben, ihn therapieren, wie er wollt, wie er auf Instagram heißt, werde ich nicht preisgeben. Ja, dafür könnt ihr auf seinen YouTube-Kanal gehen. Könnt bei ihm gucken, wie er heißt, und geht mir bitte nicht auf den Sack. Es nervt nämlich, wir hatten das alles schon einmal, dass gefragt wurde, wann ich streame oder so ein Scheiß, und es nervt. Es ist einfach nur nervtötend. Ich bin dabei, ein paar nette Leute kennenzulernen, und da funktioniert das nicht so, dass ich die ganze Zeit rund um die Uhr dann für meine Zuschauer so da sein kann. Also respektiert es bitte, dass ich auch ein Privatleben habe, dass ich auch mal ein bisschen Ruhe haben möchte und nicht die ganze Zeit für irgendwelche Gasnasen da sein möchte. Jetzt muss ich mich wieder über so eine Scheiße aufregen, weil es wieder dazu kommt, dass man mich wieder therapiert auf Instagram. Ja, ich finde es dann auch immer gnadenlos dreist, dass man dann auch rumheult. Das heißt, ihr braucht nicht rumheulen und danach in einen Livestream kommen und ein Dislike geben, weil der interessiert mich ein Scheiß. Ja? Also, für die Lauchis unter euch, ja, bitte nicht abfacken und stressen, sondern wenn ihr unbedingt mit einem von uns Kontakt aufnehmen wollt, dann bitte auf seinen Kanal gehen. Er ist bei mir im Kanal verlinkt. Er müsste da verlinkt sein. Wenn nicht, dann reiche ich das gerne nach. Das dürft ihr aber gerne in die Livestreams reinschreiben. Gut, haben wir das geklärt. In diesem Sinne, ich bedanke mich, und sollte das nochmal vorkommen, ja, dann gibt es einfach Stress. Dann werden wir die Leute gnadenlos blockieren. Wir werden sie aber auch dann von den Streams rausschmeißen. Ich glaube, dass es dann der Cakey genauso machen wird, weil wir beide gerne unsere Ruhe haben möchten. Es ist genauso, ich mache einen Stream, mache eine knallharte Ansage und diskutiere da die ganze Zeit über ein wichtiges Problem. Und schwuppdiwupp kommen dann ständig ein und dieselben Fragen, obwohl schon mein Moderator Dirk, und in diesem Sinne nochmal Dankeschön, mein Schatz, dass du die ganze Zeit für mich da bist. Ich meine, das ist ein erwachsener Mann, der sich seine Freizeit opfert in meinen Streams, um halt so Leuten wie euch so ein bisschen zurückzuziehen, ja, euch ein bisschen zu bremsen, und da wird dann nicht reagiert drauf, sondern dann macht ihr einfach weiter, und wenn ihr merkt, oh, die reagieren nicht mehr, dann kommt halt auf Instagram oder Steam so eine Scheiße und das nervt. Ja, wenn es so weitergeht, dann schmeiße ich halt alle Leute bei Steam raus, ich schmeiße alle Leute bei Instagram raus, und dann kommen da wirklich nur noch die Leute rein, die wirklich halt mit mir so ein bisschen schreiben wollen über Lappalien und nicht über den und den und den. Ja, das juckt mich ein Scheiß, also geht mir nicht auf den Sack. Ja, seid mir nicht böse, dass ich da jetzt ein bisschen pissig bin und ein bisschen sauer bin, aber es nervt. Respektiert unsere Freizeit. Wir sind keine Profi-YouTuber. Wir verdienen mit YouTube kein Geld. Ja, das heißt, wir haben noch ein Real Life. Wir haben noch was anderes außer YouTube. Wir müssen auch noch was anderes machen. Da können wir nicht die ganze Zeit für euch da sein. Das funktioniert einfach nicht. Ja? In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Herr Newstime. Nein, Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Fetti, euer Dope Cookie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ösen Sushi.